ich auf der Bühne steh. Mit dem Mic in der Hand springen sie zum Takt und schreien: Mike ist der Mann aus dem Studio. Bis in den letzten Hinterhof hörst du jetzt die allerbesten Raps und Beats. Und wenn ich auf der Bühne steh, mit dem Mic in der Hand springen sie zum Takt und schreien: Mike ist der Mann aus dem Studio. Bis in den letzten Hinterhof, Mr. Landshut höchstpersönlich, er ist jetzt am Leben. Junge, guck bei diesen Schuhen, die ich trage, ist die Lauffläche groß. Ich mache Fußstapfen, dreh die Lautstärke hoch. Meine Stadt L.A. zieht die Bauwerke hoch. Die Straßen rufen meinen Namen, denn sie brauchen mich so. Also laufe ich los. Runde 2, schlag dich K.O., weil mir kein Sieg nach Punkten reicht. Und ihr habt jetzt Probleme, weil ich blond bin und deutsch. Ich bin der erste Rapper, auf den sich ein Topmodel freut. Ihr wart doch so enttäuscht, dass Bayern Blumentopf war. Heute habt ihr ein Problem, wenn einer Hurensohn sagt: Seht euch an, ihr seid ein ewig unzufriedenes Pack. Und ich hab jeden von euch mit jedem der Lieder am Sack. Mit Mr. Mike Rush, ihr könnt mir im Internet drohen. Ihr könnt auch rumerzählen, ihr würdet Beats von Timbaland holen. Von einer Boxerei hast du doch keinen Schimmer, Idiot. Ich lass dich tanzen wie bei einer Justin Timberlake Show. Wenn ich auf der Bühne steh, mit dem Mic in der Hand, springen sie zum Takt und schreien: Mike ist der Mann aus dem Studio. Bis in den letzten Hinterhof hörst du jetzt die allerbesten Raps und Beats. Und wenn ich auf der Bühne steh, mit dem Mic in der Hand, springen sie zum Takt und schreien: Mike ist der Mann aus dem Studio. Bis in den letzten Hinterhof, Mr. Landshut persönlich, er ist jetzt am Mikrofon. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn dich Frauen zu sich einladen und nach einem Treffen wollen sie dich sofort heiraten? Kennst du das Gefühl, wenn Menschen nur wegen Musik dir ihr Herz ausschütten, so wie einem Bruder, den du liebst? Warst du je in deinem Leben schon betroffen von Attacken, wo Türken dich Kartoffeln nennen und Deutsche dich Kanake? Bin im Supermarkt und steh wie jeder andere an der Kasse. Hinter mir sind ein paar Mädels und sie können es nicht fassen, da ist Mike. Er steht direkt an Kasse 3 und er kauft wie jeder andere hier Essen für sich ein. Hast du je bei roter Ampel Autogramme gegeben? Oder wurdest du als Vorgruppe der Outlaws gesehen? Warst du mit Tupacs Leuten in Berlin on stage? Oder warst du mit MC Boogie VIP backstage? Hast du deinen Namen tätowiert bei anderen gesehen? Mann, das ist alles mein Leben, ich durfte es alles erleben. Wenn ich auf der Bühne stehe, mit dem